Ja, hallo, hier ist der Dirk von Camp Nation. Heute haben wir den Tino hier bei uns. Hallo. Von Westfield. Und ich habe es ja schon im Post geschrieben und auch gezeigt in den Videos, dass wir hier das Pluto stehen haben von Westfield. Und Tino ist jetzt heute hier und hat die Zeit, uns ein bisschen was zu dem Zelt zu erklären. Ja, Tino, dann leg mal los. So, also wie gesagt, das Pluto jetzt hier bei Camp Nation, dauerhaft in der Ausstellung. Könnt immer gerne hierher kommen und euch das Zelt anschauen. Wir haben hier ein Reisezelt, voll eingezogenes Luftzelt mit einem Einkammersystem. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das Zelt haben wollt, immer mal darauf achten, wie ist euer Umlaufmaß. Dementsprechend sind die Zelte gefertigt. Und dann gibt es immer das passende Zelt. Volleinzugszelt hat halt den Vorteil, ihr seid seitlich immer wirklich dicht. Das Zelt passt genau zum Wohnwagen. Alle Türen, alle Fenster, alle Klappen gehen auf. Dadurch da kein Problem. Das Zelt ist bis auf einen Schlauch Einkammersystem. Die Schläuche sind alle miteinander verbunden. Ihr braucht die Pumpe nur an einem Ventil aufstellen und pumpt das auf. Dieses kleine Vordach in dem Zelt, hier ist eine kleine Stange mit dabei. Die wird dann nachträglich, wenn das Zelt steht, nochmal eingezogen. Das ist jetzt nur, damit sich hier so ein kleines Vordach bildet, damit ihr bei Regen in der Lage seid, auch mal ein Fenster ein bisschen aufzumachen und nicht gleich das Wasser in das Zelt reinläuft. Für Raucher ist das immer so perfekt, das kleine Rauchervordach, dass man den Kopf mal rausstecken kann und nicht im Zelt raucht und bei Regen nicht direkt draußen im Regen steht. Wir haben an den Zelten hier immer abgedunkelte Fensterfolien. Das ist ganz wichtig, damit sich das Zelt nicht so sehr auf dem Campingplatz aufheizt. Auch wenn das hier ein bisschen dunkel aussieht, nicht täuschen lassen. Ihr steht ja meistens bei schönem Wetter ab 20 Grad plus auf dem Campingplatz und das macht die Temperatur im Zelt erträglich. Moskitonetze sind auch in den Fensterflächen jeweils 4 Stück schon mit eingenäht. Also da braucht man auch nichts mehr extra kaufen. Auch hier, weiß nicht, ob man es von da aus sieht, die Gardinen sind quasi im Reißverschluss geführt. Die sind alle mit im Zelt, die lassen sich alle blickdicht schließen. Unten an dem Zelt haben wir immer einen doppelten Faultstreifen aus PVC. Also das Zeltmaterial steht auch bei schlechtem Wetter nicht irgendwo im Schlamm, im Matsch, wo das Ganze sich dann verdreckt und wir das Zelt nicht mehr sauber kriegen. Alle Sturmleinen, die ihr braucht zum Abspannen, ist alles im Zelt im Lieferumfang enthalten. Das bekommt ihr beim Kauf mitgeliefert. Das Zelt kommt auch in 2 Packtaschen. Die haben dann jeweils 20 Kilo Gewicht. Sind nicht so groß, kann man gut handeln. Ihr bekommt die bequem durch eure Wohnwagentür durch und könnt das Zelt während der Fahrt immer im Gang vom Wohnwagen lagern und habt am Ende nicht eine riesige Packtasche, die man nirgendwo mehr unterkriegt, sondern das ist alles auf 2 Packtaschen verteilt. Was für eine Wassersäule hat das Zelt hier? Das Zelt hat eine 6000er Wassersäule. Wir haben ein spezielles Material, was wir verwenden. Das ist ein Polyestermaterial. Es ist formstabiles Material. Egal welche Temperatur, Regen und. Es verändert sich nicht, es arbeitet nicht, es verziehen sich keine Rausverschlüsse. Was wir jetzt halt machen, das Material ist nicht nachträglich gefärbt, sondern der Faden wird in der Herstellung eingefärbt und dann schon so verwoben, wodurch das Ganze eine wesentlich höhere UV-Beständigkeit bekommt. Ist zwar immer noch im Reisezelt, aber ich brauche mir jetzt keine Sorgen machen, dass nach 3 Wochen Einsatz in Italien bei 30 Grad, bei schönem Wetter, man sieht, dass das Zelt irgendwie stark ausbleicht. Ein bisschen was passiert immer, aber ja, das ist in einem vollkommen normalen Rahmen. Das fühlt sich jetzt hier so ein bisschen rau an. Hat das Bewandtnis, dass sich Kondenswasser dort besser haften bleibt und nicht tropft? Oder das ist es da? Ist eine Folge von dem Material. Wenn ich ein ganz glattes Material habe, dann kann sich das Kondenswasser, was immer entsteht, das können wir nicht beeinflussen, zieht sich das oben an dem Zeltmaterial viel leichter zu einem Tropfen zusammen. Und erst wenn der Tropfen sich durch die Oberflächenspannung bildet, nehmen wir das wirklich wahr, wenn er dann nach unten fällt und auf dem Tisch landet. Das ist hat so eine Mikrofaserhaptik, das Material. Das reduziert das Ganze, weil so die Oberflächenspannung so ein bisschen entgegengewirkt wird, dass sich ein Tropfen bildet. Kondenswasser können wir aber nicht vermeiden, kommt immer aus dem Boden hoch. Dadurch, auch wenn es der Campingplatzbetreiber nicht mag, ist so mal eine Plane unten drunter beim nassen Untergrund immer sehr, sehr hilfreich. Ich habe gesehen, für die Selbstbastler vielleicht, es gibt Klettverschlüsse unten an den Faultstreifen.
wo ich mir, wenn ich mir eine Plane mache, gegebenenfalls mit Gegenklett arbeiten kann? Würde funktionieren, kann ich dafür nutzen, aber der Klett ist auch dafür gedacht, für denjenigen, der sagt, ich möchte hier nochmal eine zusätzliche Stütze haben, oder der dieses Element mal zur Hälfte aufrollen möchte. Da gibt es dann nochmal das Set, das sind dann immer zwei Stützen. Dafür ist der Klettverschluss gedacht. Das Zelt gibt es in unterschiedlichen Größen. Erst ab Größe 11 brauche ich das eigentlich wirklich. Die kleineren, da ist das nicht so der Fall. Dann bleibt der Klett übrig und den kann ich natürlich als Selbstbastler, was Camper sehr oft sind, natürlich auch frei benutzen. Ja, ich sehe, hier ist eine Verandastange mit dabei. Ist die im Lieferumfang enthalten? Ich habe eine Verandastange, die ist im Lieferumfang enthalten. Es sind auf beiden Seiten und auch auf den zwei Seitenelementen, also zweimal in der Front, zweimal in der Seite, Halterungen eingenäht. Eine bekommt ihr immer sofort mitgeliefert, damit ich halt das Element umklappen kann und sich das vernünftig hinhängt und nicht irgendwie dann durchhängt und dann auch die Reißverschlüsse nicht dauerhaft zu sehr belastet werden. Das entlastet das Ganze, kann man dann für ein paar Euro, wenn man mehr haben möchte, auch gerne nachbestellen. Wichtige Frage immer, Wände kann ich komplett rausnehmen aus dem Zelt? Die Wände, die beiden Frontwände und die Seitenwände können wir komplett rausnehmen. Damit kann ich auch die ganze Fensterfläche separat verpacken. Das ist was der zweite Packsack wahrscheinlich. Der zweite Packsack, was für viele wichtig ist, damit die Fenster nicht so stark verknicken. Und wenn ich mal abbauen muss bei Regen und das Zelt ist verschmutzt, erleichtert mir das die ganze Reinigung von dem Zelt wieder deutlich. Dann kann ich wirklich Stück für Stück mal zu Hause trocknen. Für den, der keinen großen Garten hat, ist das dann wieder ein großer Vorteil. Muss man sowieso sagen, viele von euch wissen das vielleicht nicht, gerade bei Messen werden immer nach dem Aufbau die Fenster ordentlich befeuchtet mit warmem, mit so einem Dampfgedönse, mit dem man auch normalerweise Fenster sauber macht, damit die schön glatt werden. Das haben wir hier nicht gemacht. Ne? Also wir haben die Wände einfach eingezogen. Das Zelt steht zwar jetzt hier schon seit 3-4 Wochen, aber ihr seht einfach, das ist auch ein gutes Fenstermaterial. Ne? Also ich habe nicht dieses klassische mega verknickt. Es geht jeder Knick bei der Sonne raus, aber man sieht eben, dass hier auch ganz gute Fenster verarbeitet sind. Ja. Vielleicht gehen wir jetzt mal rein und gucken noch ein paar Details. Genau, wir haben innen drin noch ein paar Besonderheiten, die wir uns da mal drinnen anschauen. Okay, gut. So, ich bin jetzt mal hinter die Kamera gegangen, weil hier passt kein Stativ hin. Tino, du wolltest uns noch was zu den Lufttanks erklären. Ja, etwas Besonderes, was wir bei Westfield nutzen, das haben wir auch patentiert, ist, dass wir alle Schläuche miteinander verschrauben. Also die Schläuche sind nicht mehr einfach nur angelegt und mit einem Klett befestigt, sondern die sind richtig mechanisch miteinander verschraubt. Über die Verschraubung, die ihr jetzt hier seht, findet auch der Luftaustausch zwischen den Kammern statt. Falls ihr so ein Element mal entnehmen wollt, warum auch immer, vielleicht hat irgendeiner reingestochen und ihr müsst den Schlauch austauschen, gibt es natürlich alle bei uns als Ersatzteil, dann dreht ihr hier einfach an der Mutter das Ganze auf. Hier ist ein Rückschlagventil drin. Den Schlauch könnt ihr entnehmen und das restliche Zelt im System behält die Luft und ich verlieren kann im Zelt einfach mal so einen Schlauch tauschen. Das ist durch das Rückschlagventil? Durch das Rückschlagventil. Und dadurch, dass wir das hierüber regeln, haben wir auch nicht mehr, wie das bei manchen noch der Fall ist, diesen Plastikschlauch, der die Kammern miteinander verbindet. Das entfällt alles, das funktioniert hier alles über dieses Ventil. Wenn ich das Zelt das erste Mal aufbaue, sind diese Ventile aber alle schon miteinander verschraubt? Das Zelt ist, so wie es hier steht, wird das geliefert. Alle Elemente sind fest miteinander verschraubt. Das ist hier dann alles zu. Ich habe nur die Möglichkeit, falls etwas passieren sollte, dass ich das Ganze austauschen kann. Und so wie ihr das hier seht, kommt das Zelt alles am Stück. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, das sieht man auf der Kamera auch, die Tanks sind relativ dick. Wie stark sind hier ungefähr die Lufttanks? Das sind so hier mal gute 15 cm. Der vordere Bogen ist sogar ein kleines bisschen stärker. Wir haben hier ein voll eingezogenes Zelt. Wir müssen hier schon eine gewisse Fläche überbrücken. Und je dicker der Luftschlauch ist, umso stabiler ist das Ganze. Und das Zelt soll ja auch durchaus beim richtigen Sturm mit über 100 km/h noch sicher das Ganze überstehen. Und es ist mit den Schläuchen kein Problem. Wenn ich jetzt mir so ein Zelt kaufen möchte, muss ich da jetzt nur auf das Umlaufmaß achten
Oder muss ich noch auf irgendwas anderes achten, was bei normalen Luftzelten Teil eingezogen, gerade Keder oder wie steil fällt meine Front vorne ab am Wohnwagen? Ist das egal bei dem Zelt? Geht es nur um das Umlaufmaß? Zum größten Teil ist das egal. Das Umlaufmaß ist entscheidend. Es ist natürlich immer Vorteil, bei einem Zelt mal zum Fachhändler wie Camnation zu gehen, dem Ganzen mal ein Bild mitzubringen vom Wohnwagen, weil es gibt immer mal ein paar Besonderheiten. Was wir hier bei dem Umlaufmaßzelt haben, wir brauchen zum Beispiel nicht wirklich so stark auf die Höhe zu achten. Wenn wir einen neuen Wohnwagen haben, der aufgelastet ist, der mal 2,55 Meter hoch ist, ist das hier für das Zelt kein Problem. Das können wir einziehen. Wir müssen nur darauf achten, dass das Umlaufmaß, was wir haben, wirklich dann die Auflastung mit berücksichtigt. Mhm. Manchmal ist das ein Maß vorher und da ist das dann nicht mit eingerechnet, dass der Wohnwagen höher wird. Im Zweifelsfalle einfach mal selber kurz mal nachmessen. Umlaufmaß geht immer vom Boden über den kompletten Keder des Wohnwagens wieder hinten zum Boden runter. Auch da hilft euch mal der Fachhandel, dass man dann wirklich das richtige Zelt hat. Und wenn ich das habe, das Umlaufmaß passt, brauche ich nicht wirklich viel mehr beachten. Man muss nur mal gucken, dass ich nicht mit dem Schlauch irgendwo mit einer Tür in Probleme komme. Aber dafür ist der Fachhandel da. Wenn der ein Bild von dem Wohnwagen sieht, haben die meisten dann schon so viel Erfahrung, dass sie sagen können, das passt oder passt nicht. Oder wir müssen es mal zusammen ausprobieren und aufbauen. Zwei Dinge noch. Das Video wird schon wieder viel zu lang, aber ist mir gerade egal, weil die Fragen möchte ich noch stellen. Der PVC, der Streifen, der Faulstreifen scheint mir aus PVC zu sein. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist ein PVC-Faulstreifen. Wir haben hier einen doppelten Faulstreifen. Der längere geht nach innen, der dichtet das Zelt ab. Der kürzere ist für außen. Hier sieht man, hier zwischen sind die Heringe befestigt. Der äußere leitet einfach das Wasser ein bisschen von den Heringen ab, damit auch bei starkem Regen das nicht irgendwann mal durchweicht und der Hering seinen Halt verliert. Der PVC-Streifen ist relativ weit hochgezogen, dass auch wenn wirklich beim Regen das Zelt mal im Matsch steht, das nicht groß verschmutzt wird, weil dieser Streifen, der kann keine Feuchtigkeit aufnehmen. Den können wir jederzeit einfach mal abwischen und sauber machen. Okay. Das ist kein Problem. Und letzte Frage, das Zelt ist 2,50 Meter tief, das ist richtig, ne? Das Zelt ist 2,50 Meter tief. Wichtig auch hier, ich bin jetzt nicht der Größte, aber so ungefähr 1,80, dass man eine Vorstellung hat. Ich habe hier an dem niedrigsten Punkt ohne Probleme Stehhöhe. Also ich kann die 2,50 Meter wirklich komplett ausnutzen und die Abspannung von dem Zelt gehen zur Seite weg. Also ich kann an einem Platz, wo es wirklich mal knapp wird und ich habe nur 2,50 Meter zur Verfügung, wirklich die ganze Fläche nutzen und habe nicht ein Zelt, wo ich ein Problem bekomme. Bei meisten Zelten habe ich noch die Abspannung, die nach vorne ich teilweise auch noch mit dazu rechnen muss. Ja, super. Alles klar. Ich habe meine Fragen gestellt. Tino, wir haben, glaube ich, das Zelt ganz ausreichend erklärt, ne? Ich hoffe, für alle weiteren Fragen ist dann Camnation zuständig. Richtig. Alles klar. Ich bedanke mich vielmals, Timo, ne? Bis dann. Tschüss.